Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier, heute am 8. Januar 2023. Erstmal eine Entschuldigung für gestern Abend. Maniolo wollte Sendung machen, aber er brauchte dann ein bisschen Zeit. Er hat so ein Gefühl der Energien gehabt, der Vollmond war da und hat dann seine Sendung verschoben auf den 15. Januar. Wir haben das auch im Sendeplan drin verankert. Schaut einfach mal rein. Heute begrüßen wir Melly Jurak. Eine Welt ohne Geld, so das Hauptthema heute. Geld, ein Werkzeug, das uns täglich begleitet. Ist es gut oder schlecht? Oder ist es einfach nur ein Teil im Außen, den wir ursprünglich in uns tragen? Und wie sähe eine Welt ohne Geld aus? Sieh dir heute die Sendung an und wenn du deine Gedanken hast, bring sie ein. Und heute, wir sind ja ein interaktives TV-Radio-Podcast, können wir auch machen und wollen ja immer diese tollen Fragen und Anregungen gerne wahrnehmen und mit einfließen lassen in unser Sendeformat. Ich hole sie jetzt mal rein, Melly Jurak, da ist sie. Und ich freue mich, liebe Melly, dass du bei uns bist. Schön erstmal. Guten Abend zu dir nach Österreich. Genau, hallo. Schön, dass ich hier sein darf und dass wir nach langer Zeit wieder mal miteinander sprechen. Freut mich voll. Ja, ich freue mich auch sehr. Melly, wir haben heute ein Thema. Eigentlich war das Thema ja eine Welt ohne Geld. Michael Tellinger, so sind wir ja auch irgendwo zusammengekommen. Es ist eigentlich was ganz Gutes, jedoch in unseren heutigen Zeiten ein schwieriges Thema. Wir gehen da nachher drauf ein, auf dieses Geldthema. Ich möchte gerne auch mal von dir erfahren, wie wir uns alles kennengelernt haben, habe ich gesagt. Du bist ja auch eine Buchautorin und du hast einiges im Leben gemacht und vielleicht magst du mal so ein bisschen von dir erzählen, sodass die Menschen mal so ein Bild bekommen, was Menschen überhaupt auch leisten können, weil ich finde, du hast ein fettes, dickes Lob verdient. Doch, das muss ich sagen. Wow. Cool, danke. Gerne. Ja, wer bin ich? Was habe ich schon gemacht? Also ich bin 27 Jahre alt, vielleicht auch so, wo sich viele fragen, wie alt ist sie? Sie sieht jünger wahrscheinlich aus. genau, und 2016 war so mein großer Moment, wo ich irgendwo erwacht bin, unter anderem durch Probleme innerhalb der Familie. Und dadurch bin ich einfach zu Menschengruppen gekommen, die einfach erkannt haben, dass das System nicht dem entspricht, was wir uns eigentlich gedacht hatten. Dass da im Hintergrund einfach Dinge passieren, die nicht so schön sind. Ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht ausschweifen. Wir wissen alle, wie die Welt aussieht. Und ich glaube, wir wissen aber auch, wie wir sie gerne hätten. Und gleichzeitig eben mit diesen Problemen ist dann auch Ubuntu zu uns gekommen. Das Ubuntu-Prinzip von Michael Tellinger. Genau. Und er gibt uns einen Lösungsweg, wie wir es einfach anders machen könnten. Und in Österreich hat sich dann eine kleine Gruppe gefunden, wo wir einfach Stammtische hatten wöchentlich und uns überlegt haben, wie könnten wir das jetzt eigentlich anstellen, dass wir diese Welt ohne Geld einfach realisieren. Aus diesen Stammtischen ist dann ein Event geworden, das 2 Tage ging und wo kein Geld geflossen ist. Das heißt, 2 Tage mit Vorträgen und Messeständen und die Menschen haben ihre Produkte und Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung gestellt und auch die Vortragenden wurden nicht bezahlt und es gab demnach eben auch kein Eintrittsgeld. Also es wurde einfach geschenkt und man ließ sich beschenken. Und das ist halt einfach wie Weihnachten und Geburtstag im Grunde, weil dann einfach von allen Seiten Geschenke kommen, wofür man, also die man vielleicht nicht angenommen hätte, würden sie etwas kosten, weil uns ja auch oft das Geld im Weg steht, dass wir etwas annehmen dürfen. Aber wenn wir Geburtstag haben oder es ist Weihnachten, dann dürfen wir Geschenke ja annehmen. Genau.
Das hast du schön gesagt. Ja, das ist die Menschheit. Ne? Wir dürfen annehmen, genau. Wir dürfen aber auch erkennen letztendlich, wohin die Reise geht oder was auch wir bisher gelebt haben. Jetzt nicht nur in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren, sondern in den letzten, sage ich mal, 100 Jahren oder noch zuvor, wo wir auch Geld eingeführt haben, natürlich. Du hast eine Homepage, die möchte ich hier auch noch mal im Vordergrund setzen. Da dürft ihr noch mal draufschauen, mellyjurek.com. Und die werde ich auch gleich noch mal einblenden. Melli, du bist ja auch eine Buchautorin. Und glaub, genau, also... Ja, also aus dem ganzen Geschehen, dann auch mit dem Ubuntu-Festival damals, wo Klaus auch dabei war und das übertragen hat, dankenderweise. Also ich war extrem erstaunt, weil wir hatten halt einfach gedacht, so, wir machen jetzt einfach mal eine Veranstaltung ohne Geld. Und dann kamen die Leute quer aus Österreich, Deutschland, aus der Schweiz, aus Mallorca ist jemand eingeflogen. Klaus war plötzlich hier, also es war dann ein großes Event, das wirklich, wirklich schön war, weil es auch so herzvoll war. Dadurch, dass keine Wirtschaft dazwischen stand, war das einfach wirklich herzöffnend. Genau. Ja, und aus den ganzen Geschehnissen und meinem eigenen Erwachen ist halt einfach in meinem Kopf richtig viel passiert. Ich hatte sehr viele Erkenntnisse und musste die irgendwie wie loswerden, damit mein Kopf wieder frei wurde sozusagen. Und aus dem Ganzen sind diese Bücher entstanden und das sind mittlerweile 5 Stück. Genau, also hier die 4. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das erste war das Bedingungslos, eben aus dem Ubuntu-Gedanken heraus. Muss es immer eine Bedingung geben zwischen dem Geben und Annehmen? Und da sind noch viel mehr Kapitel entstanden. Genau, also bedingungslos. Ja? Halt doch mal ruhig die Bücher alle so nachhinein in die Kamera, sei es so lieb. Also das war das erste eben, genau. Das zweite, wo ich dann für mich zur Erkenntnis gekommen bin, wenn in mir der Friede ist, dann stellt er sich auch im Außen ein. Und das sind halt meine eigenen Erkenntnisse niedergegeben. Was muss ich in mir verändern, damit es außerhalb von mir eben auch ruhig wird, genau. Man muss sagen, das erste Buch habe ich vor 5 Jahren herumgeschrieben, also ist doch schon etwas länger her, das Gedankengut. Genau. Dann der zweite Schritt eben dieses, wie komme ich zu meiner eigenen Ruhe? Was nicht heißt, dass ich jetzt immer in der vollsten Ruhe bin. Ich bin auch dafür, dass wir alle Emotionen haben dürfen, weil wenn wir keine Emotionen mehr haben, dann staut sich das erst recht in uns auf. Genau. Dann das dritte, magische Momente kreieren. Da geht es dann schon mehr ins feinstoffliche, energetische. Wie kann ich meinen Geist bewusst, wie sagt man? Wie kann ich bewusst denken, damit im Außen einfach das Leben ein bisschen leichter wird, sozusagen. Genau, da gehe ich auch darauf ein, dass ich seit ich klein bin, zum Teil hellsichtig und sehr feinfühlig bin. Also ich glaube, in der Fachsprache würde man das hochsensibel benennen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn jemand über mich spricht und ungefähr auch die Richtung, was der Mensch gerade spricht und meistens im Gespräch hinten nach bekomme ich die Bestätigung. Also die telepathischen Fähigkeiten sind mittlerweile recht gut ausgeprägt. Und als Kind habe ich die halt auch schon gehabt, wusste aber gar nicht, was ich jetzt damit tun soll oder wie ich damit umgehen kann. Das war halt einfach da und hat mich zum Teil auch schon auch belastet, weil ich einfach gespürt habe, da spricht gerade jemand über mich. Ich dachte ja immer, dass das alle Menschen so in sich tragen oder in sich schon geöffnet haben. Wie ich dann älter geworden bin, hat man mir dann gesagt, dass das nicht bei jedem Menschen so ist, sondern ja, dass viele Menschen auch zu sind und das gar nicht mitbekommen. Genau. Auch über die Traumwelt, da bin ich als Kind schon mit Verstorbenen in Kontakt gegangen und ähnliche Dinge. Also meine Welt hat immer schon ein bisschen anders ausgesehen und ja,
wie ich dann älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass das eben nicht bei jedem so ist. Genau. Und das vierte Buch, das nennt sich Ubuntu Spirit und das ist für mich einfach, es haben mich ganz viele Menschen auch in ihrem Telefon als Ubuntu Melli eingespeichert, weil sie mich damals eben von dieser Zeit in dieser Zeit kennengelernt haben. Und ja, ich habe mir echt viele Gedanken gemacht, warum die Welt im Außen so ist, wie sie ist und was könnten wir verändern, damit wir uns einfach besser fühlen, auch im Miteinander. Und das Schlechte ist ja nicht das Geld, sondern das Wirtschaftssystem dahinter. Und da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, aber auf Bewusstseinsebene, nicht auf wissenschaftlicher Ebene. Was können wir in uns verändern, damit es im Außen sich auch verändert? Und das habe ich in diesem Buch niedergeschrieben. Genau. Ja, da bin ich. Ja, Melli, dann bist du vierfache Buchautorin. Habe ich das richtig jetzt verstanden? Genau. Ich habe vier Bücher gesehen. Es wäre noch der Roman, den ich zusammen mit Bauche geschrieben habe, Eins mit allem. Es war auch ganz lustig. Mhm. In dieser Geschichte, da ist der M und die Aurelia. Und der M, der ist plötzlich hier auf dieser Bank und er weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Und der sitzt da einfach. Er heißt M, weil er seinen Namen vergessen hat. Weil er aus seiner eigenen Welt einfach mal komplett rausgerissen wurde. Und dann erscheint da die Aurelia, ein Geistwesen, ein geistig sehr hohes Wesen. Und die setzt sich zu ihm dazu und die sprechen miteinander über alles Mögliche. Genau. Ja, das finde ich völlig spannend erstmal. Also erstmal setzt du dich wirklich aktiv mit den Lebenssituationen von Menschen ein, so von den Thematiken her aus. Wie denken wir, warum bewerten wir Geld? Gibt es schon ewig lange. Es gibt Menschen, die haben die ein oder anderen Problematiken und oft verdrängen wir und du sprichst das praktisch letztendlich direkt an und durch deine Bücher vor allem kann man, so glaube ich jetzt, ja, sich erkennen auch und vielleicht ein neues Leben auch mit auf die Reihe bringen, neu gestalten. Gerade in den heutigen Zeit, glaube ich, sind die Bücher sogar noch viel wichtiger wie jetzt noch vor 4, 5, 6 Jahren, sage ich mal. Ja, ich glaube auch, ja. Und es war, erzähl mal ruhig, ja, warum denkst du das? Naja, also vor 5 Jahren war einfach so mein Aufwachprozess und meine Erkenntnisse, die ich dann niedergeschrieben habe, damit ich eigentlich innerlich freier wurde. Ich habe dann aber gemerkt, so mit den Jahren, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten kaufen sich dann die Menschen auch die Bücher und dann bekomme ich Feedback. Und ich merke einfach, immer zur richtigen Zeit bekommen die Menschen eben die Bücher in die Hand und dann macht es auch was mit ihnen selbst, genau. Ja, und ich glaube einfach, dass jetzt durch diese ganze Geschichte in den letzten 2 Jahren die Menschen realisiert haben, dass da einiges läuft im Hintergrund. Also, dass die Welt vielleicht anders aussieht, als wir uns sie vorgestellt haben. Oder sagen wir so, die Masken fallen mittlerweile und die Schleier öffnen sich, der Vorhang fällt. Und dann braucht es natürlich Anhaltspunkte. Also die Welt wird ja jetzt nicht den Bach runtergehen und die Bauernhöfe werden nicht verschwinden. Also die ganze Welt wird ja bestehen bleiben, egal was jetzt in den Medien geschieht. Von dem her braucht es mehr einen Prozess in unserem Geist, in unserem Kopf, als wirklich einen Prozess im Materiellen. Genau. Ja, und das spüren wir ja jetzt gerade, vor allem das Materielle. Letztendlich haben wir ja Inflation, ist immer schon im Endeffekt schon wieder in einem Geldthema, wo wir reinrauschen. Durch die Lebensweisen, die wir in den letzten 2, 3 Jahren gelebt haben, wurde, also was wir in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben, so klein gemacht und immer kleiner, dass wir es fast gar nicht mehr aufrechterhalten können. Sei es der Mittelstand, die Kleinbetriebe, nicht nur das Geld,
von Inflation bedeutet höhere Stromkosten, Gas und was auch immer, Lebensmittel und so weiter. Und sollte uns doch eigentlich mal zum Denken geben. Und du hast es vorhin am Anfang der Sendung so schön gesagt, das Geld ist ja gar nicht das Schlimme, sondern die Politik, die Wirtschaft, die dahinter steckt, ist im Endeffekt, ja, was soll ich sagen, jetzt schuldig, ist das Ergebnis, sage ich. Nein, auch nicht. Genau, ich habe die Wörter auch hier auf meinen Notizzettel stehen, Inflation, Schulden. Schulden möchte ich jetzt als ersten Punkt ansprechen. Da hatte ich so die Erkenntnis, Schulden im Außen sind ja auch ein Spiegel zu etwas, zu irgendwelchen Gefühlen, zu Prägungen. Also wir haben ja unendlich viele Gedankenmuster gespeichert, die wir einfach in der Kindheit kreiert haben, in der Schulzeit, über Freunde. Und Schulden, habe ich mir so gedacht, könnten etwas mit Schuldgefühlen zu tun haben. Also worin fühlen wir uns irgendwo schuldig? Vielleicht existiert Schuld gar nicht. Also es wird jetzt einige Zuseher geben, die meinen dann, ja, Schuld existiert ja nicht. Die Schuld an sich existiert vielleicht wirklich nicht, aber das Gefühl in dir existiert immer. Also immer das, was du jetzt fühlst, existiert. Und das kann man auch nicht irgendwie dann einfach im nächsten Moment verschwinden lassen. Außer man entscheidet sich dazu, genau. Und ich habe für mich einfach erkannt, wenn jemand finanzielle Schulden hat oder vielleicht in anderen Bereichen Schulden, vielleicht gibt es da ein Schuldgefühl, das vielleicht auch 10 Jahre zurückliegt, dass man irgendwem mal einen Schmerz verursacht hat und dass man sich da irgendwo schuldig gefühlt hat, dass dieser Mensch dann leiden musste. Und wenn man dann mit sich selbst in die Vergebung, in die Verzeihung geht, in die Versöhnung, dann kann sich dieses Gefühl auflösen. Und dann möglicherweise, wie im Innern, so im Außen, kann sich im Außen das dann innerhalb von wenigen Tagen auch auflösen. Es gibt ja immer wieder so Wunder im Universum, die plötzlich geschehen. Ich glaube aber nicht, dass die durch Zufall entstehen, sondern weil wir etwas verändert haben, weil wir eine Entscheidung getroffen haben, dadurch verändert sich dann im Außen auch was. Und jetzt stehen wir halt an einem Punkt in der Welt, wo es einfach kollektiv sich ziemlich zuspitzt. Und ich glaube, dass wir kollektiv einfach massive Prägungen über die letzten 100 Jahre oder 1000 Jahre gebildet haben, die jetzt aber an der Zeit sind, dass man sie auf geistiger Ebene auflöst. Und wenn wir sie als Kollektiv auflösen, dann wird im Außen auch ein riesengroßer Wandel passieren. Ja, und den wünsche ich mir ja schon lange, du dir auch und viele. Ja, ich auch. Immer mehr Menschen, so hoffe ich ja, dass die eigentlich aufwachen. Die Frage ist immer, wo fangen wir an? Ja, bei uns selber. Ja, aber dann kommt auch wieder das Gesetz und die Polizei und was soll ich denn tun? Ich habe vielleicht meine guten Gedanken. Ja, das sind Ausreden. Man darf sich begrenzen lernen, sage ich auch. Einfach was vorleben. Auch wenn es nicht immer einfach ist und man schnell den Finger bekommt und verurteilt wird. Wie siehst du das? Ich habe da noch einen Gedanken und den hat mir eine liebe Freundin erklärt, wie sie das für sich sieht, wenn du jetzt zum Beispiel in ein Radar fährst und eine Strafe bekommst. Das ist jetzt so das kleine Ausmaß an Strafen. Dann hast du vielleicht einfach in deinem eigenen Leben eine Grenze überschritten und das Außen will dich einfach darauf hinweisen, durch diese Strafe in Form von Geld, dass du eben irgendwo eine Grenze überschritten hast. Und dann kann man ja einfach mal reflektieren, so, was habe ich die letzten Tage gemacht und wo bin ich einen Schritt zu weit gegangen? Ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit, weil letztendlich machst du dir in dem Moment ja auch bewusst, hey, ich bin zu schnell gefahren. Hey, ich habe in den letzten Jahren anders gelebt und ja, ich war auch vielleicht ein bisschen mehr betrügerisch, will ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon und wollte Geschäfte halt machen. Ganz egal, ob es richtig war oder nicht. Ja, und die aber es wäre eine Grenzüberschreitung und dann, genau. Wenn halt so ein Riesen, es gibt ja auch große Strafen, Menschen bekommen plötzlich
irgendwelche Strafen von 10.000 Euro oder sonst was, dann sollte man sich einfach mal Gedanken machen, wo bin ich diese Grenze überschritten im Leben? Und man kann sich ja eigentlich immer mit gewissen Geschichten versöhnen. Und dann kann sein, dass auf ganz leichte Weise im Außen auf einmal die Lösung kommt, die dieses Problem von Schuld dann auch materiell auflöst. Klingt für manche vielleicht nach Hokuspokus und die ist ja komplett abgehoben. Aber im Grunde funktioniert das Universum ja immer gleich. Das, was außerhalb von dir ist, ist ein Spiegel in dir. Also von etwas, das du in dir trägst und umgekehrt. Ja, ich sage immer noch ein Wort mal hinterher. Wie leben wir denn? Leben wir lebensfördernd oder lebensreduzierend? Das sind auch zwei Sachen. Ich sage immer, ich möchte lebensfördernd sein. Also ich helfe gerne, ich möchte das Gute sehen. Also versuche ich auch meine Entscheidungen wahrzunehmen, indem ich das Leben mehr fördere, statt jemand anders reduzierend nicht die gute Energie rüberzugeben. Es ist ja nicht nur Energie, das ist ja dann ja auch faktisch in meinem Leben, weil wir uns ja auch ernst nehmen wollen, du und ich und auch mein Nachbarn und wie auch immer. Und da denke ich mir, sollten wir den Fokus auf lebensfördernde Maßnahmen möglichst setzen. Genau. Sehe ich so. Ich glaube jetzt, dass sich ganz viele Menschen fragen, was das jetzt mit dieser Welt ohne Geld zu tun hat, was wir hier reden. Ja, hast du eine Antwort? Sonst kann ich auch antworten. Du kannst auch gern antworten, wenn du möchtest. Du bist mein Gast heute. So, ja, also ich glaube halt, dass am Ende es egal ist, ob wir in einer Welt mit oder ohne Geld leben. Damals, 2016, war es halt dann wirklich so wie die erste Lösung. Wenn wir das Geld wegtun, dann sind alle Probleme weg. Jetzt sind es 5, 6, 7 Jahre später und ich bin für mich einfach zum Entschluss gekommen, dass Geld gar nichts tut. Und Geld ist am Ende sogar das spirituellste und materiellste Ding auf diesem Planeten, weil es ist ein Stück Papier und es stehen da irgendwelche Zahlen drauf. Und es ist aber etwas in unserem Leben, was uns geprägt hat. Und mit dem etwas treffen wir fast jede Entscheidung in unserem Leben. Kaufe ich dieses Brot oder das andere oder kaufe ich das Auto oder das andere oder fahre ich mit dem Zug? Und oft steht einfach das Geld dazwischen. Und es geht ja gar nicht um dieses Papier an sich, sondern vielmehr um die Umstände dahinter. Und ich finde momentan das Thema Inflation ganz spannend, einfach weil kollektiv sich das Geldthema präsentiert und an sich wird es nie ein Problem geben. Also die Gemüsebauern oder generell die Bauernhöfe, sie werden nicht verschwinden. Wir werden nie wirklich in einen wirklichen Mangel kommen und dennoch haben jetzt ganz viele Menschen Angst, weil diese Inflation da ist, dass sie begrenzt werden. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir unser ganzes Leben betrachten und uns Gedanken machen über das, was wir jeden Tag konsumieren und was wir jeden Tag tun. Und auch in diesem Hamsterrad, wo viele Menschen sich befinden, dass man einfach mal darüber nachdenkt, das, was ich jeden Tag tue, ist das eben lebensfördernd oder ist das eher lebensreduzierend? Für mich und meine Mitmenschen und die Natur. Weil ich glaube, eines kann man klar sagen, dass die Natur ziemlich an ihrem Ende angekommen ist. Wenn wir in den Wald gehen, dann finden wir fast keine Bären mehr. Wir finden ja nicht mehr das, was es früher mal war. Und wir finden einen Boden, der zum Großteil kaputt ist. Und das ist halt einfach die Auswirkung von dem, was wir über Jahrhunderte tagtäglich gemacht haben. Und jetzt ist einfach das Geld unser Spiegel, dass wir hinschauen müssen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen hier sind, die sowas wie Weltenüberbrücker sind. Das heißt, sie bauen eine Brücke von dem alten System in etwas Neues. Und wie das Neue wirklich aussehen wird, das kann ich auch noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube einfach, dass diese Menschen,
die diese Brücke darstellen, erstmal die Menschen aufwachen lassen. Also, dass sie die Menschen hinweisen, hey, hier haben wir etwas falsch gemacht, das sollten wir anders machen. Und wir haben wirklich so viele Menschen, die man auch bei OkiDog und auf anderen alternativen Plattformen sieht, die uns so viele Lösungen schon präsentieren. Also wirklich diese Brücke vom Alten ins Neue geben oder vom derzeitigen Zustand wieder in altes Wissen zurück, das die Natur wieder gesund macht oder uns Menschen überhaupt. Sage ich immer wieder, altes Wissen soll wieder in der neuen Zeit ankommen dürfen, weil wir haben so gutes, weise Menschen gehabt, sei es die Großeltern, Generationen zuvor, es wurde so viel aufgebaut. Ja, und was ist in den letzten Jahren wirklich passiert? In den letzten 150 Jahren, wir haben große Kriege gehabt, Zerstörung, Desozialisierung, die Kulturen wurden angegriffen und so weiter. Aber das ist gewesen. Wir dürfen es heute erkennen und deswegen wieder das alte Wissen reinholen in die Neuzeit. Wir sind gar nicht so schlechte Menschen. Wir haben Menschen nur, die sind traumatisiert, viele davon. Und deswegen sind wir oft abgelenkt von dem Wesentlichen. Ihr seht, wir haben einen Gast da, da ist der Matthias. Das ist der Matthias von, ja, wollen wir mal richtig nennen, Jonathan, ganz genau, Löwenherz. Und da ist er auch. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dich mit einschaltest. Ja, vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Melanie, dass ich dabei sein darf. Also Leben ohne Geld. Zu betrachten und auch gerade in Bezug auf Schuldfragen und Mangel und Fülle finde ich jetzt gerade schon mal auf jeden Fall sehr spannend und bringt mich gedanklich eher in andere Richtung, als ich es erwartet habe. Mir fiel jetzt eben beim Zuhören einfach auf jeden Fall auf, diese Dinge, die einem passieren, wo man Knöllchen bekommt oder sowas, als Hinweis darauf erstmal zu schauen, was ist jetzt gerade vielleicht bei mir im Leben schief, wo habe ich jemanden tatsächlich irgendwie Schuld gegenüber verursacht. Da kann man ja gerne hinschauen, aber es ist nicht unbedingt so, dass man tatsächlich in dem Moment etwas Schuldhaftes getan hat. Es hilft dann natürlich ganz klar zu wissen, wenn man, sagen wir mal, zu schnell gefahren ist, dass man zu schnell gefahren ist. Aber wenn man in dem Zuge dann ja auch ganz klar weiß, ich bin gar nicht gefährdend gefahren, jemand anders gefährdend gefahren, dann liegt auch da keine Schuld vor. Aber viel, viel spannender finde ich diesen Aspekt jetzt auch in Bezug auf die Wirtschaft. Wenn Inflation da ist und ja, so dieses stillschweigende Verfügen über das Geld nicht mehr funktioniert und die Menschen Angst bekommen, die Dinge nicht mehr zu bekommen, dass man dann eben wirklich auf den tatsächlichen Markt guckt, ne? Schaut, ob die Bauern da sind. Und ich sehe schon, dass natürlich das ein oder andere Angebot, weil dann zu wenig Geld da ist, auch wegfällt, erst einmal. Aber solange die physischen Materialien da sind und auch unsere Fähigkeiten weiter da sind, können wir zumindest das, was vielleicht sich gerade erst mal etwas einschränkt, auch wieder ausweiten. Und es ist schön, dass Fülle einfach auch außerhalb von Geld funktioniert, wenn wir uns da auf das konzentrieren, was wir haben wollen. Melli hat gerade gesagt, sie ist in den Wald gegangen und die Bären sind nicht mehr da. Die Böden sind nicht mehr gut. Das liegt an ein bisschen, denke ich, schon auch, was wir gelebt haben. Sei es jetzt immer das Verschwörungsthema, für theoretische Thema der Chemtrails, wie man oft sagt, ist eine Verschwörungstheorie, obwohl das keine ist, sage ich. Ja, wir haben aber dort auch Fehler gemacht und haben was zugelassen, letztendlich. So ist es auch mit der, natürlich heißt, wenn du zu schnell gefahren bist, ist die Frage, wo blitzt, heute wird ja überall geblitzt, davon mal hergesehen, übertrieben geblitzt. Und dann bin ich bewusst zu schnell gefahren in der 30er-Zone, dann kann ich auch für mich verstehen, weil es stimmt ja, das sind ja Kinder. Ne? Man muss wie einen Hausverstand, glaube ich, mehr wiederfinden, möglicherweise. Ja, oder in Einklang mit dem Leben wiederkommen. Weil ich glaube, das haben wir am allermeisten verloren. Diese inneren Impulse, die wir ja immer haben, ein Bauchgefühl oder Geistesblitze. Also das Leben spricht ja mit uns und wir sprechen mit dem Leben sozusagen. Und wir haben aber aufgehört, kollektiv dieses Wissen anzuwenden. Und gehen fremdgesteuert durch die Welt. Und ich glaube, das ist einfach so das große Ding auch innerhalb, wenn man jetzt diese Inflation betrachtet, wo es ja eng wird, dann muss die eigene Schöpferkraft wieder aktiviert werden, damit wir
weiterhin überleben können, damit wir vielleicht nicht nur überleben können, sondern auch leben können. Das heißt, wirklich Abenteuer erleben und so. Das heißt, etwas in uns muss sich wieder aktivieren und das ist die Schöpferkraft. Weil so ist es gemütlich, man geht in den Arbeitsplatz, man macht sein Ding, am Ende des Monats ist Geld am Konto und man kann halt so vor sich hinleben. Aber damit lebt man ja nicht wirklich sein eigenes Ich, sondern geht fremdgesteuert in eine Firma, erfüllt Aufträge, die zu tun sind für das Unternehmen, geht dann nach Hause, viele setzen sich vor den Fernseher, essen Schokolade und ja, der Tag ist gelaufen oder trinken ein Bier. Und ja, das war's dann mit dem Leben. Aber wir bestehen ja noch aus viel mehr. Wir haben Energiezentren und die möchten ja auch aktiv sein. Und ich glaube, dass langsam die Menschheit wieder so ihr eigenes Ich finden darf, so diese Eigenbestimmtheit, die ja von innen heraus durch Impulse geschieht. So eben wie auch meine Bücher, die sind ja auch daraus entstanden, weil ich einen Impuls gefolgt bin, wo mir irgendwas gesagt hat, setz dich da jetzt hin und schreib das nieder, was in deinem Kopf einfach herumschwirrt. Und hätte ich das unterdrückt, dann wären diese Bücher einfach nie da gewesen. Und mittlerweile gibt es einfach Menschen, die zu mir kommen und sich dafür bedanken. Und das ist dann halt auch was voll Schönes, wo man merkt, das hat nicht nur mir gut getan, sondern auch, ich kann anderen Menschen etwas Gutes damit tun. Genau, also eben diese Schöpfungsenergie ins Fließen bringen. Man kann sogar noch einen drauflegen. Wir reden jetzt hier über noch ein Hamsterrad. Wir gehen in die Arbeit und die Eigenverantwortung haben wir im Endeffekt abgegeben. Wir gehen sogar noch weiter. Wir gehen in die Digitalisierung. Arbeitsplätze werden abgebaut, Verkäufer werden wie gewisse Firmen in Deutschland, Ketten, nur noch künstliche Kassen haben. Ja, was machen wir denn in der Zukunft? Ja, wir nehmen uns, ja, Negativzins kommt auch noch dazu. Ich würde lieber Oma Sparstrumpf mal wieder empfehlen, wenn man es da mal sagt, da weiß man, was man hat. Ja, das sind einfach Dinge, aus dem Hamsterrad auszubrechen, heißt das Hamsterrad auch zu verstehen. Ja, und genau, ja. Das ist der Punkt. Ich glaube, das war auch so der Ursprung von uns, wo wir uns kennengelernt haben, dieses Ubuntu ohne Geld. Also wir haben ja erstmal verstehen müssen, worin wir uns da befinden und dass wir eigentlich fremdbestimmt sind. Also bis zu dem Zeitpunkt war es für mich einfach so, dass ich als Schülerin mitgemacht habe, weil das hat man halt so gemacht. Und dann wollte ich studieren gehen und habe dann irgendwie gemerkt, dass mir das so in dieser Form keine Freude bringt. Also ich lerne extrem gern, ich gehe gern irgendwo hin, wo ich neues Wissen bekomme. Aber einfach diese massive Fremdbestimmtheit und ich bin so ein freier Vogel, ich brauche einfach die Freiheit. Und wenn man dann so permanent fremdbestimmt ist, dann finde ich das einfach sehr anstrengend. Und ich habe für mich als Ziel, diese Welt ohne Geld, so, ich rede heute irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel daher. Es tut mir leid. So, diese Welt ohne Geld. Ich habe dann irgendwann ein Ziel für mich festgelegt und das ist die Freiheit. Und dann ist es völlig egal, ob wir Geld benutzen oder nicht, sondern ich möchte nicht mehr limitiert sein. Ich möchte eben wie dieses Ubuntu-Festival, das wir 2016 gemacht haben, in Graz war das. Geschenke erhalten dürfen. Und ich möchte Leute beschenken und ich möchte nicht immer dazwischen irgendwelche Blockaden aufgebaut haben, weil der eine kann es sich nicht leisten oder ich kann es mir nicht leisten oder ich muss ja in das Hamsterrad gehen, damit ich mir irgendwas kreieren kann im Leben, dabei habe ich ja eine eigene Schöpferkraft. Und die bringe ich aber erst ins volle Potenzial, wenn ich nicht mehr fremdbestimmt bin. Und ich glaube, das Geld kann ja auch eigenbestimmt fließen und nicht nur fremdbestimmt. Und dann ist es egal, wenn wir an diesem Punkt im Bewusstsein angelangt sind,
dann ist egal, ob das Geld da ist oder nicht, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir unsere innere Schöpferkraft und Freiheit wieder entdecken. Ich finde es so wichtig, dass wir den Mut haben, den eigenen Weg zu gehen und uns eben nicht im Geiste davon limitieren lassen, dass das passende Kleingeld uns dafür vielleicht fehlen würde. Ganz kleinen Rücksprung nochmal auf die fehlenden Pilze im Wald. Man kann ja unheimlich viel Geld mit großen Unternehmen machen, ne? Und das ist dann schon in der Selbstbestimmung der Menschen, erstmal die diese Unternehmen ins Leben gerufen haben, aber auch der vielen tausend Mitarbeiter, die dann da im Hamsterrad mitgearbeitet haben, dass einfach viel, viel Guthaben dann auf dem Konto der Firmeninhaber, aber gegenüber der Natur haben sie natürlich und der anderen Menschheit eine Schuld, weil der Planet dann kaputt ist an der Stelle. Und ich bin so froh, dass ich das mich getraut habe, 2010 diesen Sprung auch komplett aus dem Hamsterrad inklusive staatlicher Papiere auch zu machen und als freier, selbstbestimmter Mensch meinen Weg zu gehen. Ich habe gemerkt, es geht immer weiter. Also das findet tatsächlich in unserem Kopf statt und es ist so wichtig, dass wir das beitragen, was wir beitragen wollen. Und wenn wir das mutig uns auch trauen, auch wenn das Konto nicht gefüllt ist und wenn es nicht in der üblichen Art und Weise abgesichert ist, dann können wir nachher erleben, dass es geht. Und es können da wahre Wunder entstehen, wie man zu etwas kommen kann, was man sich vorher gar nicht vorstellen könnte. Ich lebe in einem Traum, in einem Wohnmobil jetzt, sieht man mich auch gerade drin. Ich habe mir das immer gewünscht, auch echt ein ziemlich luxuriöses Ding. Und das Geld, ich habe es, sagen wir mal, moralisch habe ich es verdient. Ich habe immer auch beigetragen und es ist zu mir gekommen, aber ohne, dass ich jetzt selber gerade dem Geld da habe hinterherlaufen müssen. Und man kann da einfach einzeln vom Glücksfall reden, aber ich sehe, so wie OkiTalk Klaus hier seine Sendung macht und du deine Bücher schreibst, ich meine Lieder und so hat jeder was beizutragen und dann ist Fülle genug da. Ja, genau. Und dann brauchen wir tatsächlich keine Blockade von Geld dazwischen. Es ist aber, das sage ich als Straßenmusikant, der ich ab und zu auch mal bin, auch wunderschön, wenn man dann den Koffer da liegen hat oder einen Hut. Ja, und es kann einfach so eine Dankesmedaille reingeworfen werden. Und es ist auch schön, wenn man dann diese Dankesmedaillen wiederum weitergeben kann, irgendwo anders. Ich hatte das mal tatsächlich nach einem schönen, ertragreichen Sonnestag, dass ich das in einem Bioladen, in so einem Bauernhof versteckt, dann da lassen konnte, genau in dem Moment, als die Wechselgeld brauchten. Und dann haben die Leute neben den Bioprodukten einfach noch diese Dankesmedaillen, die ich eingesammelt hatte, auch wieder weiter dazu bekommen. Also Geld kann schon etwas total Schönes sein und es ist auch komisch, wenn man es an der Stelle wegnimmt. Aber es muss natürlich nicht in dieser Form da sein, wenn es uns einfach einschnürt und limitiert, dann sollten wir da aussteigen und uns trauen, da auch ohne unsere Dinge zu machen. Das ist die Abhängigkeit durch Zinseszins und Zinseszins. Das dürfen wir einfach mal ruhig sagen. Hätten wir ein normales Tauschgeldsystem, sprich 100 Euro bleiben 100 Euro, kommen wir nicht in die Abhängigkeit. Und ich sage ja auch immer, das Bewusstsein ist bei den vielen Menschen noch gar nicht da. Die wollen einfach hier dieses Bare in der Hand haben, dieses Cash. Ja, und wenn wir aber wenigstens die Zinseszins abschaffen würden, könnten wir ja ruhig 100 Euro haben. Ich gebe der Melli 100 Euro und sie gibt mir nächsten Monat wieder die 100 Euro und es bleibt bei 100 Euro. Und dann... Wenn die Melli weiß, dass sie 100 Euro wert ist. Ja, natürlich. Ich sage jetzt helfe ich der Melli, ich gebe ihr 100 Euro und sie weiß, nächsten Monat möchte ich es zurückhaben. Jetzt gehe ich auf dieses Spiel mal so ein und, und das machen wir immer wieder. Das Tauschen, 100 Euro bleiben 100 Euro. Dann heißt es letztendlich tauschen. Und dann ist die Frage, brauchen wir das Geld überhaupt? Das ist die Frage. Ja, genau. Und das ist ja die Illusion letztendlich, in der wir wirklich wahrhaftig noch viele drin sind und so leben. Und das dürfen wir erkennen, meine ich. Ich finde das mit dem Wertsein auch ganz spannend, weil in diesem Wirtschaftssystem, das Geld an sich macht das ja auch nicht mit uns, dass wir dann am Ende am Konto haben, das bestimmt ja nicht unseren Wert, aber wieso sind die einen pro Stunde 8 Euro wert und die anderen sind 30 Euro wert und die anderen 45 Franken in der Schweiz zum Beispiel und dann ein Energetiker ist 150 Euro pro Stunde wert plötzlich. Warum ist das so unausgeglichen?
Also wir haben vollkommen verlernt, überhaupt das einschätzen zu können. Wie wertvoll ist das, was ich gerade tue? Und warum muss das überhaupt unterschiedlich wertvoll sein? Weil ob man jetzt jemanden hilft, sein Badezimmer zu reparieren oder wenn man an der Theke steht und Brot verkauft, wo ist denn der Unterschied? Es gibt ja gar keinen. Ja, da bewerten die Menschen halt vielleicht ein körperliches Tun und Machen oder auch Hightech, Computer. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass nicht mal das körperliche Tun bewertet wird, weil das würde ich ja noch verstehen, dass was schwerer zu arbeiten ist, dass das mehr bezahlt wird. Das Ding ist, die länger studiert haben, die bekommen mehr Geld und die tun körperlich meistens dann recht wenig. Aber sie werden dafür bezahlt, dass sie lang etwas gelernt haben. Ist auch in Ordnung. Natürlich hat das seinen Wert, aber das andere hat auch einen Wert. Und ich glaube, wir dürfen das auch als Kollektiv einfach wieder in ein Gleichgewicht und in Harmonie bringen. Und dadurch finde ich es halt so schön, wenn man mal wirklich das Geld rausnimmt aus allem. Was bleibt denn am Ende überhaupt übrig? Wie würden wir die Dinge tun, wenn du dann Krankenschwester bist? Wie würdest du arbeiten? Oder wenn du Arzt bist, welche Medikamente würdest du verschreiben, wenn da kein Wirtschaftssystem dahinter wäre? Oder am Bauernhof, wie würdest du diese ganzen verschiedenen Dinge anbauen? Würde es da eine Monokultur geben oder doch eine gemischte? Und genau, also wenn man diesen Gedanken weiter pflegt, ich glaube, dass wir hätten in 3 Jahren eine ganz andere Welt im Außen, als sie jetzt einfach ist. Aktuell können wir ja wirklich tatsächlich Preise hochpokern. Also wenn ich mir jetzt mal ein Szenario vorstelle, da ist ein hungriges Kind, der Bäcker hat das letzte Brötchen in seinem Regal liegen und das Kind kommt vorbei und mit daneben steht noch ein Millionär. Also der könnte den Brötchenpreis in dem Moment ja hochtreiben auf 1 Million. Während das Kind vielleicht nur 2 Pfennig dabei hat. Also jetzt sage ich schon auf Pfennig von früher, 2 Cent dabei hat. Und wem gebe ich das? Jetzt wird es wahrscheinlich bei dem Bäcker nicht drauf ankommen, das eine Brötchen noch zu verschenken. In dem Moment kann das auf jeden Fall offensiv machen. Den Rest muss er ja gut abverkauft haben. Aber da stelle ich mir, wenn dann eine Wertschätzungsgeldgesellschaft vor, in der man unabhängig von Schuld einfach auch bezahlen kann. Dahingehend habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, das findet man unter equit.org. auch über löwenherz.online unter Projekte, ein Lebenszeitgeld, ja, wo man aber ganz ohne Schuld bezahlt. Also die Lebenszeit, und dazu gehört Regeneration, Inspiration und so weiter dazu. Insofern haben natürlich Ärzte oder sowas, die auch mehr studieren, diese Lebenszeit auch mit einzukalkulieren, oder Leute, die energetisch eine Arbeit machen, ob es eine Aufstellung oder so eine Körpertherapie ist, auch dann mehr zu nehmen. Ich hatte mal eine Freundin, die mir das eben sagte, nehme Lebenszeit, und sie merkte, ich brauche bei jeder Behandlungsstunde, die ich jetzt am Patienten bin, tatsächlich 3 Stunden Regeneration und nicht mal eine übliche. Es ist sehr anstrengend. Aber wenn ich mir das eben vorstelle, ich habe jetzt eine Welt, wo ich die Lebenszeit, die ich von dem anderen geschenkt bekommen habe, quittieren kann, ohne dass Schuld entsteht, dann kann ich quasi eigentlich nur dem anderen ein Fleißkärtchen ausstellen. Dann kann das auch jedes Kind tun, weil das Kind verschuldet sich nicht. Es bestätigt demjenigen, der etwas getan hat, du warst fleißig. Ne? Insofern können bei mir, ich bin auch Kinderliedermacher, selbst die Kinder dann ihre selbstgemalten Equits dann mir geben. Und dann habe ich nachher den Leistungsnachweis. Ich war für eben die Kinder tätig, die selber noch nicht leistungsfähig sind. Und dann gehe ich damit eben zum Beispiel auch zum Bäcker. Und dann kann ich dem wiederum gegenüber zeigen, ja, ich bin auch jemand, der eben beitragen kann und der es auch tut. Und dann nimmt er vielleicht auch gerne die Scheine, die die Kinder gemalt haben, auch wieder entgegen. Und ich brauche keine Steuer mehr zu erheben, weil auch die Feuerwehrleistungen, Polizeieinsätze, wenn sowas eben nötig ist, das kann dann auch von entsprechenden Vertretern auch quittiert werden. Und andere können sich indirekt wiederum bereichernd mit dran beteiligen und sagen, jo, das ist ein schöner Einsatz gewesen, ob es eben das Konzert war oder ein Rettungseinsatz, und ich mag mich indirekt daran beteiligen, und wir sind eine Menschheitsfamilie und bereichern uns so auf die Art und Weise gegenseitig. Und gleichzeitig ist das ganze Konzept auch nur eine Brücke, um dann festzustellen, letztlich brauchen wir es nicht. Aber es ist schön, gerade so ein schönes gemaltes Kinderbildchen
dann als Dank in der Hand zu haben. Ja, aber da ist dann auch wieder das Herz, oder? Das so ein Bild, das ist ja nicht aus Geld oder Wirtschaft entstanden, sondern wirklich aus dem schöpferischen Ich heraus, dass das kleine Kind noch leben kann. Dass viele Erwachsene halt einfach zugemacht haben. Weil, warum auch immer. Zum Wort Steuern wollte ich jetzt noch was sagen. Das ist auch so ein mentaler Aspekt, worüber man nachdenken könnte. Es gibt ja im Deutschen immer mehrere Bedeutungen für ein Wort. Und Steuern kannst du ja auch steuern sagen. Jemand, der das Lenkrad hält beim Schiff oder im Auto oder wo auch immer. Und die Frage ist, wer steuert dein Leben? Wir sind ja so fremdgesteuert im Kollektiv gesehen, dass es diese Steuern geben muss, bis wir begreifen, dass wir nicht eigengesteuert sind, sondern fremdgesteuert. Das heißt, ich glaube, nichts im Außen ist mittlerweile als etwas Schlechtes zu sehen, sondern es ist einfach immer nur der Spiegel zu dem, der in uns ist. Ich bezahle so viele Steuern, wie ich fremdgesteuert bin. Ja, wir nehmen an, die Steuer, hier in Paraguay bezahlt man 10% Steuer. Mhm. Und in Deutschland brauchen wir gar nicht drüber reden, 50 plus, oder? Ja, wie fremdgesteuert sind die Menschen in Deutschland und Österreich? Wir sind ja massiv fremdgesteuert. Ich bin mit dem Auto in Peru gefahren und ich bin mit dem Auto in Österreich gefahren. In Peru, da füllt man sich gegenseitig. Die machen aus zwei Spuren, machen die drei, füllen sich. Das ist so spannend, wirklich. Man fährt mit dem Auto, man spürt, wie man miteinander verbunden ist. Ich komme zurück nach Österreich, ich setze mich ins Auto und mich hat das überfordert, dass meine Mitmenschen in den anderen Autos mich nicht fühlen können. Die fahren so geradlinig nach Ampeln, die sie steuern mit Rot, Orange und Grün, Verkehrsschilder, und ich bin froh, dass es all das gibt. Also es macht ja Sinn, dass es eine Ampel gibt. Aber in Peru interessiert niemanden eine Ampel. Die fühlen sich, wer als nächster fährt. Es ist einfach ein Unterschied. Die sind viel mehr bei sich und bei ihrer Wahrnehmung, als eben das, die Menschheit in Österreich und Deutschland. Gott sei Dank gibt es in der Fußgängerzone keine Verkehrsregeln und das funktioniert ja, also Gott beim Laufen funktioniert das. Ne? Also wenn man dann mental richtig bei sich ist, rempelt einen auch keiner an. Also wenn man seinen Raum einnimmt und so, dann fließt das so wirklich schön aneinander vorbei. Ich merke, wenn ich dann so im Überforderungszustand bin, dann wird das echt total stressig in der Fußgängerzone, weil dann habe ich meinen Raum nicht und die anderen können sich auch gar nicht, können mich nicht fühlen, weil ich mich selber schon nicht mehr fühle. Und ja, vielleicht einfach dieses schöne Peru. Genau, ja. Genau, peruanische, ja, Straßenmodell, das zu übertragen und sich wieder Platz zu machen und mitzunehmen, das ist total, total schön. Und das auf Geld bezogen, was ja auch wie so ein Verkehrsmittelfluss ist, ja, vielleicht geben wir da einfach auch entsprechend mehr rein. Und wenn Klaus sagt, 100 Euro bleiben 100 Euro und die Melli ist 100 Euro wert, dann kriegt sie das, auch wenn sie es vielleicht in dem Moment nicht weiß und von sich aus 10 genommen hätte, nur mal so als Beispiel. Und dann bekämpfst du auch mit, oh, ja, doch die 100 bin ich wert. Und dann nimmst du es einfach auch gerne an. Und wenn das so nebenbei funktioniert, wie bei diesem Ubuntu Festival, dass man es einfach noch zusätzlich begleitet mit so bunten Zettelchen, dann kann das ja auch total schön sein. Und ja. Ja, aber ich glaube, man muss zuerst mal die bunten Zettelchen mal weglassen. Nur im Geist, es geht ja gar nicht darum, dass wir sie wirklich entfernen, weil ich finde Geld eigentlich was Schönes auch. Aber einfach mal mental weg. Was würde sich dann in deinem Leben verändern? Wo würdest du hinfliegen? Was würdest du dir holen? Also nicht kaufen, sondern was würdest du dir gerne nehmen? Was darfst du dann auch annehmen? Was würdest du gerne geben? Genau. Also ich denke, die ganzen Nebenwirkungen.
Die ganzen Nebenwirkungen, die wir heute haben, wie auch Umweltschäden und so weiter, würden wir dann auch besser erfassen und auch gar nicht mehr so in dieser Form leben. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Melli. Nein, voll gern. Nein, ich habe auch gemeint, also ich habe mich ja relativ früh durch das Ubuntu-Prinzip dann damit auseinandergesetzt, wie bringen wir das Leben ins Fließen. Und da finde ich eben dieses Bedingungslos an sich ganz schön, was eben nicht heißt, dass wir keine Emotionen mehr haben dürften oder Erwartungen. Also ich finde gerade in einer Partnerschaft zum Beispiel darf man definitiv Erwartungen haben, weil das ist ja auch dein eigenes Leben. Aber einfach bedingungslos im Sinne, es einfach mal freizulassen. Und das, was wirklich mit deinen Erwartungen in Einklang geht, das kommt ja dann automatisch, wenn du dazu bereit bist. Oder wenn du deinen Wert erkannt hast, dann kann es auch zu dir kommen. Und ja, einfach viel mehr in diese Beobachterrolle zu gehen. Also so sehe ich das im Grunde, dass wir uns selbst beobachten mit unseren Erwartungen, mit unseren Gefühlen, weil das darf ja alles sein. Wir dürfen auch bewerten, weil es ist ein Feedback. Es geht nicht darum, etwas schlecht oder gut zu machen, sondern einfach mal Feedback einzuholen. Wie hätte ich ihn gern, dass es fließt? Und dann am Ende bedingungslos, weil dann ist es ja zum Wohle aller. Aber ich nenne das halt einfach geistig auseinandersetzen. Diese Bewertung nenne ich Ergebnisse. Und Ergebnisse, damit können wir arbeiten. Und so sollten ergebnisorientiert denken und auch nicht, dann fällt das weg, weil einige Ergebnisse sind nicht gut und die brauchen wir nicht. Und Ergebnisse, die uns wieder in die lebensfördernde Maßnahme setzen. Genau, so, ja. So, Melli, und da dürfen wir auf jeden Fall bewerten sozusagen, weil wir müssen ja auch bewerten, was ist lebensfördernd und was ist lebensverhindernd. Da ist deine Homepage, die möchte ich doch nochmal einblenden heute hier. Ja, dass die Menschen das nochmal sehen. Ist schön gestaltet, gefällt mir. Dir soll es erstmal gefallen. Ja. Ja, und einmal durch. Schaut euch das an. Und ja, viel gute Arbeit, die du geleistet hast. Auch Matthias hat auch viel gemacht. Ich setze wieder raus. Moment. Ja, aber ich bin ja schon so ein alter Sack. Ich glaube, also die Säcke sind 27, gut. Ja, also mit 27 da schon vier Bücher auch geschrieben zu haben und so stark dabei zu sein. Ich denke da gerade an die philosophischen Runden meines Sohnes, der mit zwei, der macht jetzt Abitur nach, ist mit einer 22-Jährigen und mit einem 19-Jährigen ganz intensiv am Philosophieren auch darüber, wie man die Gesellschaft besser gestaltet. Und es freut mich einfach so aus der, jetzt von der Generation, aus der väterlichen Perspektive zu sehen, wie einfach diese Gedanken immer früher auch losgehen. Und ja, wenn man sich dann auch so begegnen kann, ich bin echt dankbar. Melli, ich habe dieses Jahr als Lichtjahr, habe ich es begrüßt. Und das habe ich auch öffentlich gemacht. Und ich denke, die Zeit der Wandel ist aktuell. Mhm. Und ich sehe es als Lichtjahr, weil wir auch Kraft haben. Das Licht wird sich mehr durchsetzen, kann man jetzt wieder als spirituell sehen. Ich sehe es auch als faktisch, weil in uns wird das Licht getragen und es liegt an uns selber, was wir nach außen leben. Und deswegen sage ich, wir sind Licht und wir können viel bewegen. Und das die Menschen auch annehmen, glaube ich, haben wir einen guten Fokus, das Neue begrüßen zu dürfen. So sehe ich es zumindest. Ich glaube, zuerst müssen wir es in uns erkennen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen es. Wir dürfen es erkennen, wir sollten es erkennen, das müssen mag ich nicht so gerne. Wir haben aber alle die Möglichkeit, die Chance. Matthias, wie siehst du das? Ganz kurz auch nochmal die Frage zu dir. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschwiffen in Gedanken. Ja, alles gut. Musst du auch nicht beantworten. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein tolles Jahr. Ich schaue, Melli, haben wir noch was, was wir heute fokussieren sollten zum heutigen Thema? Heute? Ja, laut Silke Schäfer, da gibt es jetzt ein wundervolles Video, soll ab März sozusagen ein Planet in das Zeichen Wassermann gehen. Und ich habe es für mich so definiert, dass das Wassermann-Zeitalter wirklich beginnt und wir jetzt die Brücke bauen dürfen. Ich sage nicht, dass das von heute auf morgen so sich alles zu 100% verändert. Ich glaube, da wird die Natur auch nicht mitkommen.
Aber ich glaube, wir beginnen die Brücken zu bauen und dann darf sich das wirklich ins Lichtvolle verändern. Genau. Und ja, ich habe auch das Jahr als lichtvoll eröffnet. Mhm, wunderbar. Ja, der Sandkorn ist auch nicht sofort in einer Eieruhr unten, so sage ich. Und das ist der Prozess. Und da sind wir jetzt möglicherweise alle mit drin. Und umso mehr Austausch machen, uns mehr wieder in die Augen anschauen, ja, einfach auch wieder ja, den Respekt, die Aufrichtigkeit, die Augenhöhe wieder in uns sehen gegenüber den anderen Menschen. Ich glaub, die Kooperation. Ja, die Kooperation, ja. Ja. Ich glaub, raus aus der Ellbogengesellschaft. Ich finde das katastrophal, wie Menschen miteinander umgehen. Also ich habe letztes Jahr auch ganz viel sehen dürfen und dadurch, dass die in ihren Prägungen und in diesem Rat so gefangen sind, die schießen sich gegenseitig die Ellbögen ständig zu, obwohl das gar nicht sein muss. Also das braucht ja niemand. Es tut weder diesem Menschen gut, der den Ellbogen ausstreckt, noch dem, der ihn abbekommt. Also ja, wir dürfen einfach wieder miteinander mehr zusammenarbeiten und das vielleicht sogar dort, wo wir sind, beginnen, einfach liebevoller miteinander umgehen, hilfsbereiter sein, freundlicher. Also oft sehe ich halt auch diese Machtstrukturen, wo ich mir denke, die Menschen haben Positionen, wo sie eigentlich keine Macht haben, so im kollektiven Sinne, aber sie üben diese Macht so stark aus und diese Hierarchien und ich glaube, wir dürfen damit endlich aufhören. Wir dürfen einfach unsere Position in einem Unternehmen oder auf der Welt einnehmen, wo es uns gerade braucht, wo wir Hilfe leisten können. Und das einfach in freundlicher Weise oder so freundlich, wie wir können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder so dich selbst, heißt es ja. Und wenn wir selber uns nichts gönnen oder uns gering schätzen, wie sollen wir dann anderen gegenüber wertschätzend auftreten? Ne? Und dann engen wir uns selber ein und haben es eng in unserem Käfig. Und wenn es dann droht, noch enger zu werden, dann sind wir ständig auf Kampf gebürstet. Wenn wir uns aber selber. Ja, und das bringt Dinge aber gönnen, niemanden. Eben. Nee. Nein, nein. Es bereichert keinen. Und wenn wir uns selber wirklich die Dinge gönnen und vielleicht auch lernen, noch ein bisschen tief durchzuatmen. Also gerade wenn wir das bewusst mitbekommen, dass wir uns endlich Dinge gönnen, die wir uns vorher nicht gegönnt haben. Und das mitnehmen, auch in jemand anderem betrachten, der sich das jetzt erst anfängt zu gönnen oder vielleicht erstmal missgünstig ist, dass wir sagen, okay, gib ihm den Raum, dass er auch bei sich ankommt. Und nein, das dürfen wir auch dann bewerten, auf jeden Fall, in dem Moment, wo es dann so angreifend wird und sich dann so einer Situation auch entziehen, aber gleichzeitig auch etwas abwartend, und beständig da zu bleiben und zu sagen, hey, gönn dir auch was. Und auch wenn er uns hauen möchte mit seinen Ellbogen, doch eher versuchen, ihn in den Arm zu nehmen und in der Liebe zu bleiben, die wir uns hoffentlich selber gönnen. Ja, und ich glaube, wir dürfen aufhören, unterwürfig zu sein. Wir dürfen einfach sagen, stopp, nein, möchte ich nicht. Und wenn es akzeptiert wird, ist gut, dann verändert sich was. Wenn es nicht akzeptiert wird, dann darf man auch den Mut haben, einfach zu gehen. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Wir sind die letzten Jahrhunderte halt stark darauf gedrillt worden, auszuhalten und stark sein zu müssen. Und ich glaube, es hat nichts mit Schwäche zu tun. Es hat viel mehr mit Stärke zu tun, wenn man sagt so, nö, jetzt gehe ich, jetzt ist es mir zu viel. Ich gehe woanders hin, wo es mir besser geht. Ja, das bedeutet auch in Bezug auf Geld eben ganz klar, wenn eine Unfreundlichkeit da ist, dann kann ein anderer mit noch so viel Geld kommen. Ganz klar, die Grundlage der Wertschätzung bei mir ist Freundlichkeit, Dankbarkeit, die mir entgegengebracht wird. Und wenn da jemand sich mir gegenüber blöd verhält, dann kann er mit seinen Millionen von mir aus wieder gehen. Wenn er aber wertschätzend da ist. Oft sind es ja gar nicht die, die Millionen haben, die sind dann eh wieder freundlicher manchmal. Es geht vielmehr ja. um eine andere Schicht, die irgendwie denkt, Macht zu haben, aber am Ende sind wir halt alle gleich wertvoll, sage ich mal. Und es gibt kein höher oder tiefer. Das würde mich jetzt von deiner Seite aus auch noch interessieren, also wo du das sagst, die, die viel Geld haben, sind dann doch oftmals eher wieder freundlicher. Mein Erleben ist das auch.
die sind sich oftmals ja auch Sachen irgendwie wert, die glauben an sich, die haben ihre Unternehmen und wenn sie es nicht gerade irgendwie von hinten rum in den Hintern geblasen bekommen haben und nichts dafür getan haben, dann sind das ja von sich aus keine bösen Menschen, sondern sie sind ja erfolgreich und das muss ja nicht bedeuten, dass man sich jetzt dann... Naja, ich glaube, dass bei denen fließt es dann einfach wieder. Ja. Da ist dieser Fluss wieder aktiv, der ja im Mangel blockiert ist. Man darf nicht alle in einen Topf werfen, weder die Millionäre noch die armen Menschen, also wenn man so betiteln möchte. Aber wenn es fließt, dann fließt es und dann kommt die Freiheit. Und wenn sie außen da ist, dann stellt sie sich innen auch wieder ein. Und dann braucht man keine Hierarchie mehr. Dann ist man einfach. Kommen wir zum Ende dieser Sendung, Melli. Ja. Ich danke erstmal Matthias auch. Wir sehen uns gleich nach der Sendung noch hier im Studio. Ich setze dich mal raus und danke für deine Zeit und deine Einladung. Tschüss. Ja, danke. Euch noch dir. Einen guten Abklang. Ja, Melli, das Jahr ist gestartet. Wir haben hier eine tolle Sendung, glaube ich, heute auch sehr gut geschafft, bewusstseinsmäßig. Man kann sich wiederfinden in dieser Thematik. Man kann nicht sagen, Blödsinn, 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 nein, sondern man kann sich absolut finden in dieser Thematik. Und die immer noch immer Blödsinn denken oder glauben, ja, die brauchen wir jetzt auch noch nicht, denn das ist ja die Eigenverantwortung, sich selber auch zu entdecken und sich neu zu finden. Und die verurteile ich auch nicht, im Gegenteil, sondern wir sind alle in dem Prozess. Ich sagte ja auch, das Sandkorn fließt gerade so durch diese Eieruhr und einige stecken da oben noch drin und irgendwann werden sie auch befreit werden, wenn sie dann runterfallen. In diesem neuen. Ja, und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung. Es muss ja nicht jeder gleich denken oder in die gleiche Richtung. Wird auch niemals. Das Leben darf bunt sein. Wird auch niemals ganz funktionieren, weil wir wissen das. Die Natur hat ja auch ihre natürliche Gesetzgegebenheiten. Nur, ich gebe da immer das Beispiel, wenn jemand einen Krebs hat, sage ich, und er verstirbt, stirbt auch der Krebs. Wir haben aber alle in uns einen Krebs drin. Das ist die Frage, bin ich fröhlich, habe ich ein gutes Körpergefühl, wird der Krebs auch nicht ausbrechen. Es geht darum, was erdrückt uns oder was macht was mit uns. Und das ist ja eigentlich die Botschaft, die dürfen wir versuchen zu verstehen. Und ich glaube, das ist uns mit dir heute gut gelungen. Das wäre dann die nächste Sendung, die wir machen können. Ja, das können wir ja auch gerne tun. Dann werden wir heute nicht mehr fertig. Nein, das fangen wir jetzt auch gar nicht mehr an. Melli, gib dir nochmal das Wort, ein Abschlusswort an deine Gäste und... Ja, ich sage noch kurz, Melli macht jetzt ein Abschlusswort. Wenn ihr euch das Video heute gefallen hat, vergesst es nicht zu teilen an eure Liebsten, an eure Freunde. Wir danken dafür. Melli, deine Abschlussworte, bitte. Danke dir. Ja, zum Abschluss möchte ich einfach darauf hinweisen, dass du gedanklich mal dieses bunte Papier aus deiner Welt hinausnimmst und dir überlegst, welche Schritte würdest du gehen? Was würdest du einfach gerne tun und wie würdest du die Welt dann sehen? Was würde sich kollektiv in der ganzen Welt verändern, wenn dieses Stückchen Papier erstmal weg wäre und wenn sich es dann verändert hat, dann kann man es ja wieder dazu nehmen oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bedanken bei allen, die zugesehen haben. Vielleicht hat der ein oder andere etwas für sich mitnehmen können, würde mich sehr freuen. Im Grunde mache ich immer das Gleiche wie bei meinen Büchern. Ich spreche das aus, was in meinem Kopf einfach so herumschwirrt. Und ja, wenn ich jemanden damit begeistern kann, dann freut das mich. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr euch diese Impulse bekommt, was ihr als nächstes zu tun habt. Ich glaube, dass jeder Mensch auf seiner eigenen Reise ist und wir bekommen durch Geistesblitze ganz genau gesagt, was unser nächster Schritt ist. Wir müssen auch darauf hören und ihn einfach gehen. Ja, und dir, lieber... Danke, Klaus, dass ich hier sein durfte und dass du jetzt schon, glaube ich, 7 Jahre mich auf meinem Weg begleitest. Ich habe Sendung, bitte. Okay. Warte, jetzt bin ich hier. Ja, jetzt haben wir einen Abschluss. Danke, ja natürlich. 7 Jahre kennen wir uns mittlerweile, liebe Melli.
Und ich habe diese Zeit wirklich immer gut positiv für mich wahrgenommen. Du bist für mich ein ziemlich wertvoller Mensch aufgrund deiner ganzen Geschichte, wie wir uns immer wieder begegnet sind. Und es ist einfach wunderschön gewesen. Und es wird auch weiter schön bleiben. Danke dir. Ja, wir sind die Weltenüberbrücker. Wir müssen da jetzt die Brücke schlagen. Genau. Okay, dann winken wir raus, würde ich sagen, liebe Melli. Und danke dir. Bis dann, ihr lieben Zuschauer. Danke. Tschüss. Tschüss. Radio Okie Tokie, Radio Okie Tokie.